Hallo und herzlich willkommen, liebe Rätselfreunde. Jo, zum Anfang eine Frage: Was hat zwei Daumen und wird heute zwei Kreuzworträtsel in unter 20 Minuten schaffen? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Hellseher. So, gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich es aber trotzdem. Erstmal Verzeihung, dass ich so leise war. Falls ich leise war. So, Edelfisch. Das könnte jetzt alles Mögliche sein. Vielleicht der Stör sogar. Gucken wir mal. Lehrgang ist... Wertpapiere weiß ich zumindest schon mal. So, ein Reck geht auch. Abscheu ist Ekel. Enzym in der Käserei ist Lab. Mittlerweile kann ich's. So, der Ara ist der Papagei. Die Zierpflanze... nordische Gottheit ist eine Ase, genau, bevor es Ehe. Japanisches Fischgericht ist Sushi. Ja. Lateinisch Elster. Rabe. Nein. Geripptes Gewebe. Feinripp. Nein, auch nicht. Sehen wir mal. Zeitmesser, Mehrzahl sind Uhren. Englisch Nacken ist Snack. Ist Snack. Nein, Handwerker ist, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, warte mal, was, Tierart, auch noch nicht so richtig, machen wir erstmal ein Kastrat, oh Gott, was sind denn das für Worte hier, Sportschuhe sind, Nikes, nein, Aufzug ist erstmal ein Lift, Sippe, Familie, bloß, nur. Das haben wir auf jeden Fall. Kasachische Hauptstadt. Ist mir gerade momentan unbekannt, aber wir machen erstmal hier weiter. Heidekraut. Provinzler ist wieder mal dabei. Das ist ein Landei. Domizil ist ein Haus oder ein Heim. Ein Heim ist es. Nicht nur ein Haus, sondern sogar ein Heim. Tropenbaum ist eine Palme. Das Kleidungsstück ist hier das Hemd. Eine Mine ist eine Abbauanlage. Pachten. Warte mal, hoch. Moment. Weinernte ist erstmal die Lese. Ja, genau. Ich frag mich gerade, Pachten. Also leasen, nee. To lease. Eigentlich kommt da kein Buchstabe hinten dran, aber ich glaube, die meinen die Eindeutschung und das ist echt fies. Da steht Englisch und leasen ist nicht Englisch. Das ist Englisch, das ist Denglisch höchstens, aber das ist nicht Englisch. Hast ist, ja, warte mal. Dörfer, Dorf, umgangssprachlich. Kaff. Mist. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich. Tschechisch. Okay, was haben wir noch? Lehrgang. Ist eigentlich auch ein Kurs oder irgendwas anderes? Persönliches Fürwort. Huch, das wollte ich nicht. Sie? Ja. Okay, die nordirische Provinz, die hatten wir schon mal. Die hatten wir schon mal. Oh, das ist heute... die Zierpflanze. Mist. Empfehlung, was könnte das noch sein? Also ich versuche erstmal was. Tatsächlich, boah. Eine Empfehlung ist auch ein Rat. Tierart ist Insekt. Jetzt komme ich langsam wieder rein. Das ist schön. Aber wie heißt denn dieses gerippte Gewebe? Rips? Nein, glaube ich nicht. Zierpflanze. Kamelle, nein. Oh, das ist... Auf jeden Fall, das Heidekraut ist die Erika. So, ach.
Wow, ja, stimmt. Wir hatten vorhin irgendwo Neck und jetzt haben wir Snack. Ist ja wunderbar. Eine der Gezeiten ist natürlich die Flut. Showgröße ist ein Star. Ja, es wird wieder. Der Kastrat war der Eunuch. Huch, sagte er. Sippe ist auch ein Clan. Ah, wie hieß denn das? Hatten wir nicht schon mal sowas? Spikes sind hier die Sportschuhe. Nee. Astana war's. Okay. Ries ist es wirklich nicht. Rips ist es tatsächlich. Oh, lateinisch Elster. Pika! Pika, Pi! Kamelie? Nee. Doch? Kamelie! Mensch. Das ist ja ein Ding. Edelfisch könnte. Was gibt's denn für Edelfisch? Hecke. Sacke. Garnitur. Garnitur. Wäre es auch gewesen, wenn ein Bart eine Garnitur wäre. Aber es gibt eine Bartgarnitur, glaube ich. Hast ist. Eile. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das fängt mit einem Konsonanten an. Naja, dann ist ja so. Gibt's eine Reike? So, hier war der. Ach, das war der Kursus. So, Alster war das. Ja, es wird doch langsam. Nest. Die meinen ein Nest. Und damit, wir haben das grüne Blinken. Wow. Ich habe das grüne Blinken genau gesehen. Diesmal habe ich keinen Buchstaben vergessen. Und mir ist was eingefallen von dem einen T-Online-Rätsel. Mir ist wirklich heute aufgefallen, ich habe bei einem der T-Online-Rätsel, bei dem Lösungswort, angenommen, das Lösungswort sei Thronprinz. Was war denn das für eine merkwürdige Mischung aus zwei Worten, die ich da zusammen. Also, an sich gibt es den Thronfolger und es gibt den Kronprinz, aber ich glaube es nicht, dass es den Thronprinz gibt. Ist mir nur so eingefallen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also, dass das noch keiner in den Kommentaren erwähnt hat. Unfassbar. Sonst kommen da immer relativ schnell Sachen, wenn es darum geht, mich zu rügen. Englisch benutzen ist natürlich use. Satiriker, Dieter, Bohlen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Spanisch, ja. Si, señor, si, fliegen. So, loyal, demütig, wissen wir gerade noch nicht. Wahrscheinlich das. Ja, Ackerboden bearbeiten ist Eggen. Und zwar mit der Egge bearbeitet man den Ackerboden. Sächsische Stadt an der Elbe. Das ist nicht Dresden, das ist nicht Zwickau, das ist nicht Chemnitz. Och, was gibt's denn da noch so? Ist ja auch schlimm. Was war denn an der Elbe nochmal? Leipzig? Nee, was weiß ich. Kurz für Daddy. Daddy. Dada. Leichtmetall, Kurzwort. Alu. Verschlossen ist zu. Da sollte ein Z rein. Fehler. Fail. Aber ist jetzt. Nee. Pa. Pa für Papa. Ja, Habsucht ist auch irgendwas mit Gier am Ende wahrscheinlich. Kästner hieß mit Vornamen Erich. So wie der Honecker. Nö.
Nö, war das hier. Französisch Hof. Ach, das wäre ja jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, Côte d'Azur oder sowas ist irgendeine Art Hof. Tja. Das wäre dann, aber nee, also Azur war irgendwas mit Wasser und Blau. Na, ist ja auch egal jetzt. Herankommen, nähern. Ja, ich bin auch ein sehr guter Näherer. Denn ich kann nähern. So sanft. Kircheninstrument ist eine Orgel. Natürlich. Fensterabdunkelung, Rollo. Da hieß das Rollo. Dickes Seil weiß ich immer noch gerade nicht. Kauz ist Uhu. Jo, Kleidung zu Pferde. Ja, das ist tatsächlich ganz einfach, weil das von dem Pferd kommt das Reit und von der Bekleidung kommt das Hose. Ergeben. So. Im engsten Kreise. In irgendwas. Tongeschlecht ist übrigens das Dur. Ja, genau. Sanft ist gelinde. Ah. Machen wir erstmal weiter. Ist eine. Ah, okay. Im engsten Kreise intern. Intern, nicht innern. Sächsische Stadt an der Elbe. Na, dann ist das Riga. Nee. Risa. Riga ist woanders, glaube ich. Da sieht man mal wieder meine wunderbaren Geografiekenntnisse. Aber dafür kann ich Englisch. Huch. Habsucht ist Raffgier. Ich wusste, am Ende kommt irgendwas mit Gier. So, verlorener Filmfisch. Ja, findet den erstmal. Deutsches Gebirge, Alpe, nein, Harz. Ist auch nicht richtig. Harz hat nämlich weniger Buchstaben, als man denkt. Marotte ist eine. Ja, das haben wir gleich noch. Bücherfreund ist ein Leser. Stacheltier ist der Igel. Und damit kommen wir doch schon mal weiter. Dotter ist das Eigelb. Eulenspiegels Freundin. Nele. Wusste ich tatsächlich nicht, aber wenn das auf Ele endet, was gibt's denn da noch? Tele? Vertraut. Fahrgastraum ist ein Abteil. So, ja, Geröll sind Steine. Was ist denn das für ein Gebirge mit EL am Ende? Feier. Diverses machen wir erstmal, dann haben wir einiges. Übrigens, ich hab voll vergessen, dass ich ja das, dass ich auch noch das Lösungswort hier raten konnte. Mann. So, Hauptstadt Südkoreas, das ist Seoul. Das weiß ich noch. Ach, die meinen. Ach so, die meinen Dieter Nuhr, natürlich. Eine Marotte ist eine Eigenheit. Ein dickes Seil ist ein Tau. Nicht zu verwechseln mit dem Zeug, was frühmorgens im Frühling und Sommer auf Blumen landet. Wird aber genauso geschrieben. Darf man dann Tau auf Tau reimen, wenn es zwei verschiedene Sachen meint? Der Fehler ist natürlich dann der Makel. Gattung ist eine Spezies. Und damit fehlen nur noch eins, zwei Wörter. Deutsches Gebirge. Nabel ist es sicher nicht, oder? Vertraut.
Da bin ich auch gerade am Überlegen. Also erstmal, nee, Nabel ist es definitiv nicht. Was haben wir denn in Deutschland noch so für Gebirge? Wir haben das Erzgebirge, wir haben Harz, wir haben die Alpen, wir haben noch irgendwas? Ich gebe jetzt trotzdem einfach mal Nabel ein und gucke, ob irgendwas davon stimmt. Nein. Radl. Oder kommt hier vielleicht ein Umlaut mit rein? Deutsches Gebirge, das Gebirge. Oder das Gebirge. Mit EL hinten dran. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur eine Silbe ist. Eifel. Die Eifel. Och Mensch. Uff. Ich gebe mal was ein. So, das ist natürlich völlig falsch. Maritima. Vertraut, vertraut. Und vor allem mit einem ER am Ende. Hier kommen ja nur noch Konsonanten rein, würde ich jetzt mal so fast behaupten. Oh Gott, was könnte denn da nur stehen? Das könnte man ja auch einfach mal machen. Einfach mal. Nanu? Achso, ich muss die anderen auch noch eingeben, oder? Nani Nina? Okay, kein N da drin. Dann gucken wir mal. Papi Pipa? Nein. Auch nicht. Tati Tita? Nein. Auch, ah, doch. Ich komme, glaube ich, gerade nicht drauf. Irgendwas ist heute los mit mir. Ah. Das ist mir ja sowas von unfamiliär gewesen. Ach Mensch. Ja. Natürlich, natürlich. Familiär ist ja. Also, ist die Frage. Also, ich tatsächlich, dass jemandem etwas zum Beispiel vertraut vorkommt, kenne ich im Englischen als familiar. Tatsächlich. Da wird dieses Wort auch richtig benutzt. Im Deutschen ist es mir eigentlich gar nicht so sehr geläufig. Muss ich gestehen. Beziehungsweise, wenn man mit jemandem natürlich sehr vertraut ist, dann kann das ja auch fast schon wie Familie sein, aber ich weiß nicht, ob man das dann so nennen würde. Wie dem auch sei, es ist geschafft, es ist auch, warte mal, ich prüfe lieber mal, bevor mir wieder jemand hoch. Da. Aber tatsächlich, hier hinten kommen ganz schön viele Vokale hintereinander. Ach ja. Aber ja, wir haben wieder zwei Rätsel geschafft, zwei Kreuzworträtsel. Und sagen wir es mal so, ich habe ja mal irgendwann diese T-Online-Rätsel gemacht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt mal planen, die eher so aufs Wochenende mal zu schieben. Also, dass ich sage, am Samstag gibt es das T-Online-Rätsel immer und am Sonntag gibt es das...
Preisrätsel, was ja dann immer noch mit drin ist. Ja, und für heute wäre ich dann so gesehen dann fertig. Ich hoffe, es war zum Miträtseln. Ich habe heute völlig vergessen, das Lösungswort erstmal im Kopf rauszufinden. Aber vielleicht ist das auch besser gerade so. Naja, jedenfalls freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer ihr gerade so habt. Tschüss!